MEF Kompakt wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Ulich in Zschopau mit dem neuen Crossover Peugeot 2008 und dem neuen Citroën C4 Picasso. Beide stehen Ihnen ab sofort zur Probefahrt zur Verfügung. Im Autohaus Ulich, Johann Gottlob Pfaff Straße 16, im Gewerbegebiet am Berufsschulzentrum Zschopau. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Am 14. Februar 1983 wurde der Klöppelzirkel der LPG Ansprung gegründet. Damals fanden die 14-tägigen Klöppeltreffen im Frühstücksraum der LPG in Ansprung statt. Jetzt treffen sich alle handarbeitsinteressierten Frauen alle 14 Tage in der Gaststätte Goldene Sonne in Ansprung. Im Rahmen touristischer Präsentationen auf Weihnachtsmärkten, Stadtfesten und unter anderem auch zu erzgebirgischen Schnitz- und Klöppelausstellungen im Kultur- und Freizeitzentrum in Marienberg konnten die Frauen die verschiedensten Klöppel-Handarbeitsergebnisse zeigen. Anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens präsentiert die Klöppelgruppe Ansprung eine Auswahl ihres kreativen Könnens in einer Sonderausstellung im Serpentinstein-Museum in Zöblitz. Diese Sonderausstellungen können Sie seit dem 9. Juni bis zum 31. Juli dieses Jahres besuchen. Das Serpentinstein-Museum Zöblitz hat für Sie geöffnet von Dienstag bis Freitag 10 bis 15:30 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 13 bis 16 Uhr. Das Soforthilfeprogramm des Freistaates Sachsen von bis zu 1.000 Euro pro Gebäude für private Eigentümer und Eigentümergemeinschaften von flutgeschädigten Wohngebäuden kann ab sofort bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt werden. Antragsformulare sind auf der Homepage abrufbar und werden auf Anfrage auch zugesandt. Bis zum 30. Juni müssen die Anträge allerdings gestellt sein. Und ein kleiner Hinweis, die zuständige Gemeinde muss den Flutschaden auf dem Antragsformular bestätigen. Das Antragsformular finden Sie im Internet auf www.sab.sachsen.de. Andere Kontaktmöglichkeiten sind die eingeblendete Hotline 0351 49 10 49 66 oder per E-Mail an servicecenter@sab.sachsen.de. Was macht eigentlich der handwerklich begabte Wintersportler im Sommer? Ganz einfach, er schnappt sich die Skier, Hammer, Nägel und Rollen und zimmert diese an sein Wintersportgerät. Und es wäre ja langweilig, gäbe es da nicht den Spielzeugmacherlauf im Rollski vom 29. bis zum 30. Juni in Seifen. Am 29. Juni ab 15.15 Uhr wird im freien Stil inklusive Inline-Skatern gestartet. Am 30. Juni ab 10.15 Uhr dann in der klassischen Technik. Der Veranstalter verspricht spannende Wettkämpfe für die Zuschauer und Akteure. Sollten Sie auch an den Start gehen wollen, dann haben Sie noch bis zum 26. Juni die Möglichkeit, sich anzumelden. Weitere Informationen finden Sie auf www.seifen.de. Am 29. Juni findet die 13. ADAC Classic Gelände Zuverlässigkeitsfahrt in Zschopau statt. Start ist am Samstag um 9 Uhr und getroffen wird sich im Schloss Wildeck bzw. am Altmarkt. Die Veranstalter und Teilnehmer freuen sich auf Ihren Besuch. Am 2. Juli von 14 bis 17.30 Uhr findet in der Baldervilla in Marienberg wieder der Tanztee mit den Elektronas statt. Der besondere Nachmittag in schwungvoller Gesellschaft, das Tanzvergnügen für unsere jung gebliebenen Senioren. Es wird gefeiert, und zwar das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Eichenau und Scharfenstein. Der Ortschaftsrat Scharfenstein und die Gemeinde Drehbach laden Sie herzlich zur öffentlichen Tanzveranstaltung am Samstag, dem 29. Juni um 20 Uhr im Festzelt am Sportplatz in Scharfenstein ein.
Und ebenfalls am Samstag, dem 29. Juni, lädt Sie der Erzgebirgszweigverein Pobershau um 18 Uhr am Wassertretbecken am Katzensteinparkplatz zur musikalischen Abendwanderung ein. Es geht ins Schwarzwassertal über den Karrenweg. Ab und an wird gemeinsam gesungen. Und über den Weintraubenweg geht es zum Ausgangspunkt zurück. Die Tour ist ca. 7 Kilometer lang. Wenn Sie teilnehmen möchten, erhalten Sie Informationen im Haus des Gastes in Pobershau oder unter der eingeblendeten Telefonnummer 0373 5 23 43 6. Die Freiwillige Feuerwehr Geringswalde lädt Sie vom 28. bis zum 30. Juni ganz herzlich zu den Tagen der offenen Tür mit Grillfest ein. Das Fest beginnt am Freitag um 19 Uhr mit musikalischer Umrahmung. 20 Uhr dann Disco mit Crazy Beats und 21 Uhr beginnt der Fackel- und Lampionumzug für die Kleinen und Großen. Am Samstag geht es 18.30 Uhr weiter. Freuen Sie sich 20 Uhr auf Mr. Longdrink und seine Barhocker. Am Sonntag geht es 14 Uhr mit musikalischer Umrahmung weiter und 15 Uhr können Sie den Herolder Blasmusikanten lauschen. Weiterhin ist für Unterhaltung gesorgt in Form von Familien- und Kindernachmittag, Bastelstraße, Fahrten mit der Feuerwehr, Kinderschminken und eine Hüpfburg ist auch aufgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr Geringswalde freut sich über Ihren Besuch. Liebe Zuschauer, wir möchten Sie noch auf etwas hinweisen. Es geht um die Initiative Erzgebirge hilft vom Botschafter des Erzgebirges André Langer in Zusammenarbeit mit dem Mittelerzgebirgsfernsehen. Wie Sie alle wissen, herrschte oder herrscht immer noch in weiten Teilen der Bundesrepublik höchste Alarmstufe wegen Hochwasser. Auch in Sachsen sind viele Menschen von der Flutkatastrophe betroffen. Der Botschafter des Erzgebirges, André Langer, möchte mit seiner Aktion Kindereinrichtungen und Kindern helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Wir möchten Sie also darum bitten, sich an dieser Aktion mit Geldspenden oder auch mit nützlichen Sachspenden für Kindereinrichtungen zu beteiligen. Informationen zu dieser Initiative erhalten Sie im Internet auf www.erzgebirge-hilft.de. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, der Sommer hat uns ja in den letzten Tagen gezeigt, was er alles kann. Und wir schauen jetzt mal, wie es denn dann nächste Woche aussieht. Wolkig wird die erste Wochenhälfte und gelegentliche Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt bei 60%. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad, die Tiefstwerte liegen um die 12 Grad. Leicht bewölkt wird die zweite Wochenhälfte mit Maximalwerten um die 22 Grad und 13 als Tiefstwert. In den Höhenlagen auch darunter. Der Regenschirm kann aber zu Hause bleiben. Und wir kommen zu den Blitzerinformationen. Die finden Sie wie gewohnt auf mef-line.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Und das war's schon wieder für diese Ausgabe von MEF Kompakt. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert vom Autohaus Ulich in Zschopau mit dem neuen Crossover Peugeot 2008 und dem neuen Citroën C4 Picasso. Beide stehen Ihnen ab sofort zur Probefahrt zur Verfügung. Im Autohaus Ulich, Johann Gottlob Pfaffstraße 16 im Gewerbegebiet am Berufsschulzentrum Zschopau.